Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Dann hallo und wir begrüßen euch alle zur Pressekonferenz für unsere Heimspiel gegen den TSV 1860 München am Freitag, dem 8. März um 19 Uhr bei uns im Rudolf-Habich-Stadion. Ebenfalls begrüßen darf ich unseren Cheftrainer Markus Anfang. Markus, es war viel los diese Woche. Wie habt ihr trotzdem den Fokus eben aufs Spiel legen können? Was kommt da mit dem TSV 1860 auf uns zu? Ja, hallo zusammen. Ja, in der Tat, es war eine sehr turbulente Woche. Es ging wenig um Fußball. Wir haben natürlich versucht, die Jungs auf das Wesentliche zu konzentrieren, haben auch versucht, mit den Jungs dann auch das dementsprechend auch zu verarbeiten, was alles so passiert ist, und haben natürlich trotzdem darüber hinaus die Inhalte versucht, auf den Platz zu bringen. Ich glaube, das ist auch das Wesentliche und das Wichtigste für uns, dass die Jungs körperlich und auch mental dementsprechend gut vorbereitet sind. Aber es war natürlich eine schwierige Woche, die kann man auch nicht wegdiskutieren, ist halt so, aber Fokus ist jetzt voll und ganz auf Freitagabend. Was macht den TSV aus? Naja, 1860 ist jetzt eine Mannschaft, die doch sich gefangen hat, recht stabil geworden ist. Haben jetzt vielleicht dadurch, es könnte sein, dass vielleicht in der Innenverteidigung ein bisschen was ändern müssen. Und im Mittelfeld haben sie auch nochmal einen Spieler, der gesperrt ist, dass sie da vielleicht ein bisschen was ändern. Aber haben schon auch eine gute Qualität nach vorne, haben schnelle Spieler auch über die Flügel, die gut in die Räume reingehen können und haben sicherlich einen guten Zielspieler mit Lackenmacher und mit Guter und Spieler, der letztes Jahr noch in Freiburg 2 war, der schon der Kreativkopf in der Mannschaft ist und der ja auch viele Angriffe dann auch dementsprechend einleitet. Also es wird schon eine schwierige Aufgabe, das zu verteidigen, aber ich bin da guter Dinge. Danke dir, Markus. Dann gehen wir rein in die Fragerunde, falls es welche gibt. Jochen Leimert, Dresdner Neueste Nachrichten. Vielleicht zuerst das Personal. Es gab ja noch einen Ausfall jetzt die Woche. Wie ist der Stand? Gerade auch bei Tobias Graulich, ist er möglicherweise eine Alternative für die Innenverteidigung? Ist er wieder fit genug oder wie sieht's aus? Also es wird Kiri und Rille sowieso ausfallen. Die sind ja langzeitverletzt. Dazu kommt Joni, Kraule, Lars, Tom Berger und Jakob Lemmer ist ja gesperrt. Alle anderen sind aber dabei. Jens Umbreit, Radio Dresden. Sie können sich natürlich denken, wir kommen natürlich an den Ereignissen der Woche nicht ganz vorbei. Welchen Einfluss hat die Beurlaubung von Ralf Becker auf Ihre Arbeit? Wie sehen Sie das Ganze? Ja, ich habe es ja eben schon mal gesagt, es war viel los und ich glaube, alle Statements sind gegeben worden. Wir haben jetzt im Prinzip das Spiel vor der Brust. Wir haben die PK zwangsläufig schon am Anfang der Woche gesagt, dass wir sie jetzt auf den heutigen Tag legen, um dann einfach auch den Fokus auf die Spiele zu legen. Also ich habe mit Ralf gestern auch noch ein Gespräch geführt. Wir haben ja das Ziel, Dynamo Dresden in die zweite Liga zu bringen. Und ich finde, dass wir trotz der Ergebnisse, die wir vielleicht zuletzt nicht erzielt haben, trotzdem noch eine gute Situation haben. Letztes Jahr hatten wir genau dieselbe Punktzahl, standen ungefähr fast genauso da. Da war die Stimmungslage ein bisschen anders, weil man sich von unten nach oben gekämpft hat. Aber die Chancen sind dann am Ende identisch. Und deswegen werden wir uns auch jetzt nur noch auf den Sport konzentrieren. Konzentrieren wir uns auf den Sport. Haben Sie vor, nach den letzten Ergebnissen, aber auch vielleicht nach den eher schwächeren Auswärtsspielen im Schacht und gegen Halle, Veränderungen vorzunehmen, was das Personal betrifft, vielleicht auch was die Ausrichtung betrifft? Naja, ich habe ja gerade vorgelesen, wer alles ausfällt. Und dann hast du natürlich erstmal nicht so viele Optionen zu sagen, dass du viel rotieren kannst. Also das wird jetzt zwangsläufig nicht der Fall sein. Du kannst vielleicht ein bisschen offensiver versuchen, noch zu werden. Aber ich glaube, es liegt jetzt nicht daran, dass wir nicht in der Lage sind, Spiele offensiv gut zu gestalten. Also ja, wir können die Auftritte gerade in Aue und jetzt gegen Halle können wir sicherlich als Grundlage nehmen und sagen, ja, wenn wir jetzt nur diese zwei Spiele sehen, jetzt müssen wir grundsätzlich versuchen, alles zu verändern. Wir können das Kalenderjahr 23 nehmen, wo wir gesagt haben, da wusste auch jeder, was wir spielen. Und trotzdem haben wir unsere Leistung abgerufen. Wir können die Spiele nehmen gegen Sandhausen, gegen Regensburg, gegen Essen. Das war genau vor einer Woche, also eine Woche vor dem Halle-Spiel, wo wir alle gesagt haben, es war ein überragendes Spiel.
Also es ist immer schwierig zu sagen, ja, wir ändern jetzt mal was. Und wenn das immer so wäre, ja, okay, dann ändern wir jetzt mal eine Grundformation und sagen, ja, okay, jetzt wird es funktionieren. Das macht aber grundsätzlich wenig Sinn. Also ich finde eine gewisse Kontinuität und du musst auch eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen, weil das hat uns eigentlich in die Situation gebracht, wo wir jetzt sind. Also sprich, dass wir trotz der nicht erzielten Ergebnisse trotzdem noch so eine Situation haben und dass wir es schaffen können. Und deswegen glaube ich, dass einfach dann auch ein Stück Aktionismus wäre, jetzt was Großartiges zu verändern. Und es ist ja auch nicht so, dass wir noch nie Dreierkette gespielt haben, es ist auch noch nie so gewesen, dass wir eine Viererkette gespielt haben, es ist auch noch nie so gewesen, dass wir noch nie mit zwei Stürmern gespielt haben. Das haben wir auch alles gemacht. Also das habe ich in Köln gemacht, das habe ich in Bremen gemacht, das habe ich hier gemacht. Also daran liegt es nicht. Tim Schlegel von der Bild-Zeitung. Sehe ich genauso wie Sie, dass man jetzt nicht alles über einen Kamm scheren darf. Was aber auffällig ist, und das zum Thema Kontinuität, die Auswärtsspiele und die Heimspiele, unabhängig vom Ergebnis, waren sehr unterschiedlich. In allen Heimspielen eine klare Dominanz, den Gegner und das Spiel beherrscht. In den letzten zwei, vielleicht sogar drei Auswärtsspielen mit Ingolstadt eben nicht. Ist das eine Sache, wo man vielleicht nochmal angesetzt hat, dass man sagt, woran liegt das? Weil es war ja tatsächlich die gleiche Mannschaft, mehr oder weniger. Oder sagen Sie, das schiebt man jetzt beiseite, weil wir haben jetzt eben zwei Heimspiele und hoffen genau, dass wir da anknüpfen können. Da war auch schon direkt die Antwort drin. Also wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir jetzt gerade beeinflussen können. Und ich finde auch, dass wir die Heimspiele von den Leistungen her sehr gut gestaltet haben. Ich finde sogar, dass wir gegen Unterhaching somit das schlechteste Heimspiel, glaube ich, gemacht haben. Ich finde, die anderen Heimspiele waren eigentlich sehr, sehr ordentlich, sehr, sehr gut. Wir haben halt immer darüber gesprochen, dass wir vielleicht zu wenig Tore gemacht haben und vielleicht die Momente nicht so gezogen haben, um das Spiel zu entscheiden. Aber es ist halt schwierig. Also klar, auswärts sollten wir dann vielleicht drüber sprechen, wenn die Situation auswärts kommt. Aber insgesamt machen wir uns auch Gedanken. Also die Spiele, die wir verloren haben, wir haben viele Spiele durch Standardsituationen verloren, durch zweite Bälle bei Standardsituationen verloren. Wir haben Spiele durch Konter verloren, wobei da auch wieder zwei Spiele dabei waren, Konter nach eigener Standard. Wir haben durch individuelle Fehler haben wir ein Spiel verloren. Also wir wissen schon, was so das ein oder andere Mosaiksteinchen ist, was wir vielleicht besser legen müssen und wo wir dran arbeiten müssen. Wir haben das diese Woche auch gemacht. Wir haben nochmal Standardsituationen explizit nochmal mit reingenommen, haben das auch nochmal trainiert. Aber ja, du kannst es halt am Ende auch nicht immer beeinflussen. Kommt die Standard gut, kommt sie nicht gut, wird sie abgefälscht, oder du machst vielleicht ein Tor daraus und wird vielleicht zurückgepfiffen. Es ist halt schwierig, oftmals immer so das Entscheidende, jetzt geht es in die Richtung oder jetzt geht es in die Richtung. Ich glaube, wir sollten nur dabei bleiben, diese Art, die wir gespielt haben, gerade zu Hause mit unseren Fans im Rücken, mit dieser Energie, mit dieser Power. Und das ist, glaube ich, so das Entscheidende. Energie und Power, das haben wir, glaube ich, in den Auswärtsspielen weniger an den Tag gelegt. Und das hat gar nichts mit einer Grundordnung oder mit einem System oder mit irgendwas zu tun. Das geht einfach in die Umsetzung. Und ich glaube, das können wir auswärts besser machen. Aber zu Hause, wie gesagt, mit unseren Fans haben wir das ganz gut hinbekommen. Und ich glaube, das sollte uns auch Mut geben. Wir haben jetzt zwei Heimspiele vor der Brust. Wir haben in der Hinrunde ganz viele Spiele zu Hause gewonnen. Und wenn wir jetzt die letzten 10 Spiele nehmen, haben wir noch einiges an Heimspielen. Und darauf sollten wir uns auch konzentrieren, dass wir diese 10 Spiele jetzt dementsprechend angehen. Patrick Franz, Bild-Zeitung. Haben Sie in dieser Woche vielleicht mal mit Ihren Führungsspielern gesprochen? Denn auffällig war für mich in Halle, dass Paul Will, Niklas Hauptmann schon sehr, sehr unauffällig gespielt haben, vor allem für das, was wir eigentlich wissen, was die drauf haben. Und natürlich auch irgendwie in diese Lethargie mit verfallen sind, dass bei Ihnen die Kampfbereitschaft fehlte. Wie haben Sie das aufgearbeitet? Also erstmal ist es grundsätzlich so, dass wir mit allen Spielern immer wieder im Austausch sind. Und gerade natürlich mit unseren Führungsspielern, die auch ja den Mannschaftsrat stellen. Klar holt man sich da immer wieder Informationen, fragt immer wieder, wie sie die Situation gesehen haben. Die Jungs sind selbst nicht glücklich darüber mit dem Auftritt, den wir in Halle abgeliefert haben. Genauso wie mit dem Auftritt in Aue. Ob du dann die Spiele zwangsläufig verlieren musst, lasse ich auch mal dahingestellt. Aber es ist halt so, dass wir das wesentlich besser können. Und gibt ja jetzt auch nicht den Grund schlechthin, weil sonst hätten wir ihn ja von vornherein abgestellt. Also das geht halt auch nicht. Das sind halt Menschen und
die machen halt auch mal Fehler und das gehört auch mal dazu. Ich hoffe, dass wir daraus lernen. Wie gesagt, wir haben viele Dinge in der Saison richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht. Wir haben gezeigt, dass wir richtig guten Fußball spielen können. Aber wir haben auch gezeigt, und das ist, glaube ich, in den letzten Wochen so ein bisschen auffällig gewesen, was es bedeutet, wenn du nicht diese Energie und diese Power auf den Platz bekommst. Und ich glaube, wir leben davon und wir brauchen das. Und wie gesagt, in schweren Zeiten, gerade da brauchen wir nochmal diese extreme Unterstützung von unseren Fans. Wir haben am Anfang der Saison darüber gesprochen, dass wir das gemeinsam machen, dass es schwere Phasen geben wird. Jetzt ist es eine ergebnisschwere Phase, das muss man ehrlicherweise sagen. Und jetzt müssen wir auch gemeinsam da durchgehen. Daniel Klein, Sächsische Zeitung. Herr Anfang, ich würde es trotzdem noch mal versuchen. Es gab ja auch gestern noch eine Pressemitteilung, wo es dann direkt um Ihre Person ging. Da steht ja mehr oder weniger drin, dass Sie auch dann Trainer bleiben dürfen, wenn es am Ende der Saison mit dem Aufstieg nicht klappen sollte. Hat Sie die Entscheidung erstens überrascht und welchen Einfluss hat das auf Ihre tägliche Arbeit jetzt, diese Entscheidung? Also ich konnte weder für die Meldungen vorher als auch die Meldungen nachher, kann ich eigentlich gar nichts zu sagen, weil ich da in die ganze Sache wirklich nicht involviert bin. Aber ich kann eins dazu sagen, ich war Trainer beim 1. FC Köln und bin am Tabellenplatz 1 entlassen worden. Also ich konzentriere mich auf das, was ich machen kann. Und das ist halt die Mannschaft einstellen auf das nächste Spiel. Und alles andere habe ich gar keinen Einfluss drauf. Und was da auch immer geschrieben wird und gemacht wird und getan wird, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, kann ja auch jeder seine Meinung abgeben. Aber ich kann zu den Themen grundsätzlich gar nichts sagen, weil meine Aufgabe ist es, die Mannschaft zu trainieren und auf die Spiele vorzubereiten. Und das habe ich gemacht. Jochen Leimer, Dresdner Neueste Nachrichten nochmal. War die Unzufriedenheit in der Mannschaft nach dem Spiel in Halle sehr groß? Es gab auch gegenseitig mal Vorwürfe, da wurde sich auch mal angefrotzelt und, oder mehr als das. Wie ist es Ihnen denn gelungen, jetzt wieder eine Zuversicht auch für das kommende Spiel in die Mannschaft hineinzutragen? Oder hat es die Mannschaft selber irgendwie hinbekommen? Wie war die Stimmung, das Klima unter der Woche? Ja, mit diesen ganzen Einflüssen, die auf die Mannschaft dann auch von außen gekommen ist, war natürlich eine dementsprechende Unruhe auch in der Mannschaft. Das war natürlich erstmal das Erste, das aus der Mannschaft rauszuholen. Die Jungs waren sehr selbstkritisch, was das Spiel gegen Halle betroffen hat. Aber es ändert nichts mehr. Also wir brauchen jetzt auch nicht permanent immer wieder zurückzugucken. Wir müssen jetzt nach vorne gucken. Und ich glaube, dass ganz normal ist, dass eine Enttäuschung da ist, wenn du so ein Spiel abgeliefert hast. Aber die Jungs selber wissen halt auch, wenn sie ihre Leistung auf den Platz bringen, dass wir immer in der Lage sind, Spiele zu gewinnen. Und das werden wir jetzt auch dementsprechend angehen. Und alles, was auch immer wieder vorher erzählt worden ist, ja, wir haben den besten Kader, wir haben die beste Mannschaft, wir haben den teuersten Kader, wir spielen den besten Fußball und so, das bringt dir Woche für Woche gar nichts, wenn du nicht auf den Platz gehst und das zeigst. Und man sieht ja auch, dass die anderen Vereine dementsprechend auch aufgestellt sind. Also wir wissen aber auch, wie gesagt, dass wir in der Lage sind, Spiele so zu gestalten, dass wir Chancen kreieren und dass wir wenig zulassen. Also ich glaube, so viel wie jetzt in der Woche, wo wir alle nochmal alles auf den Kopf gestellt haben vom Staff, um uns zu hinterfragen, da kommen dann manchmal Sachen raus, wo du dich dann auch wunderst. Du sagst, ja, ist Wahnsinn, wir sind die Mannschaft, die am meisten gefoult worden ist. Wir sind die Mannschaft, die am wenigsten gelben Karten hat. Wir sind die Mannschaft, die am meisten Torabschüsse im gegnerischen 16er hat. Wir sind die Mannschaft, die am wenigsten Torschüsse bekommen hat. Wir sind die Mannschaft, die am wenigsten Ballverluste hat. Ja, hilft dir aber alles nicht, wenn die Standardsituation reinkommt und der Ball reingeköpft wird vom Gegner und du selber ihn nicht reinköpfst, dann verlierst du. Jens Umbreit nochmal. Ich will es zumindest nochmal versuchen anknüpfen, was der Kollege gefragt hat. Nehmen Sie uns vielleicht trotzdem nochmal ganz kurz mit in das Gespräch, was die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat ja mit Ihnen geführt hat und Ihrem Trainerteam Dienstag wohl. Ja, es ist ja was anderes, wenn man das Gefühl bekommt, okay, die setzen auf uns als Trainerteam, als wenn man mit so einem unguten Gefühl vielleicht in das Spiel am Freitagabend geht. Ja, das war jetzt eigentlich kein wildes Gespräch. Also die Gespräche, die wir natürlich führen, wenn die jetzt für die Öffentlichkeit wären, hätten wir sie natürlich online übertragen, aber das haben wir natürlich nicht. Also von daher bräuchte ich das jetzt auch nicht irgendwie groß zu kommentieren. Also ich glaube, dass alles, was in den Statements drin war, auch dementsprechend Bestandteil
Bestandteil war in unseren Gesprächen. Aber hier hat jeder das Interesse im Verein und auch die Mannschaft, unser Ziel zu erreichen. Und alles, was uns davon abhalten kann, müssen wir versuchen auszublenden. Wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren. Also ich verstehe das alles. Ich verstehe auch die Unruhen und ist auch total. Ich verstehe auch enttäuschte Fans und das ist alles in Ordnung. Das ist alles okay. Muss man auch in dem Moment jetzt einfach akzeptieren, dass das so ist und muss versuchen halt das wieder zu ändern, indem wir dementsprechend auch wieder Ergebnisse und gute Spiele machen. Das ist halt die Aufgabe. Aber ich sehe halt auch eine Riesenchance, wenn du morgen Abend rausgehst und ein gutes Spiel machst und gewinnst. Bist du nach wie vor auf dem Weg, dein Ziel zu erreichen. Und wir haben nie gesagt, dass es leicht wird. Aber hier ist im Verein so, dass alle dieses Ziel erreichen wollen. Und das war auch übrigens mit Ralf Becker so, dass ich mit ihm darüber gesprochen habe. Und er gesagt, ja, jetzt tut alles dafür, dass wir das Ziel erreichen, weil das ist unsere Aufgabe und das wollen wir alle erreichen. Und daran arbeiten wir halt. Patrick Franz. Jetzt gilt es ja in den nächsten Wochen wahrscheinlich wieder zweigleisig zu planen, was ja nicht alles leichter macht. Und mit Ralf Becker ist die sportliche Fachkraft, die eigentlich dafür zuständig war, weggefallen. Gerade wenn man das vergleicht mit anderen vergleichbar großen Vereinen, hat Dynamo eigentlich nicht viele sportlich kompetente Führungskräfte. Inwiefern wünschen Sie sich schon, dass da die Sportdirektorenstelle doch relativ schnell aufgefüllt wird, damit nicht bei Ihnen als Trainer dann noch mehr hängen bleibt, weil Sie müssen ja dann irgendwo auch dieses Vakuum sicherlich mitschließen, wenn es dort an die Kaderplanung geht. Ich denke, auch da haben wir uns als Verein klar positioniert, dass sich da der Aufsichtsrat in Verbindung mit der Geschäftsführung aktuell eben in Gesprächen befindet, wie es da in der Zukunft weitergehen wird. Und jetzt sind wir bei der Spieltagspressekonferenz. Gibt es da noch weitere Fragen zum Heimspiel gegen den TSV 1860? Jens Maßlich von der Morgenpost. Nicht zu dem Heimspiel, sondern zu einem Auswärtsspiel. Heute sind die neuen Ansetzungen rausgekommen. Wie steht denn da drin dazu, dass es an einem Sonntagabend 19:30 nach Freiburg geht? Also ganz ehrlich, ich habe gestern kurz mit David drüber gesprochen. Der hat mir schon gesagt, dass das ungefähr so im Raum steht. Der hat mir gerade eben die Ansetzungen weitergeschickt. Ich habe da noch gar nicht reingeguckt. Aber ja, wenn das so ist, dann ist das sicherlich für unsere Fans mehr als unglücklich und für uns, glaube ich, auch nicht so optimal. Aber ich glaube, wir sollten uns jetzt erstmal auf das konzentrieren, was wir jetzt gerade beeinflussen können. Es tut mir leid, dass ich jetzt aber, ich mache mir jetzt weniger Gedanken über Freiburg. Wäre dann auch wieder ein Auswärtsspiel, wo wir uns über andere Sachen wieder Gedanken machen müssen. Jetzt machen wir uns Gedanken über 1860 und über das Spiel und darüber, dass wir wieder diese Energie und die Power, die wir gegen Essen haben oder hatten, dass wir die auf den Platz bringen und am besten dann auch mit einem richtig guten Ergebnis dann auch belohnen. Patrick Franz. Wenn wir nochmal bei 1860 sind, wäre natürlich die Frage, was hat sich bei denen im Spiel verändert im Vergleich zur Hinrunde, dass es bei Ihnen jetzt deutlich besser läuft? Ja, kann ich jetzt schwer zu sagen, weil ich jetzt 1860 München nicht permanent in der Hinrunde in jedem Spiel verfolgt habe. Das habe ich nicht gemacht und ich glaube, das steht mir dann auch am Ende nicht zu, weil da war ein Vorgänger, jetzt ist ein Nachfolger, der vielleicht ein bisschen anders Fußball spielt und ich würde jetzt nie über meine Kollegen in irgendeiner Form mich äußern, was da jetzt da gut oder schlecht war vorher. Tim Schlegel von der Bild-Zeitung nochmal. Wo soll ich es auch mal mit einer Frage weg vom Spieltag morgen, aber nicht schlimm, Trainer, kurioserweise passend zur Situation kam am Dienstag vom Verein die Nachricht, es wird ein neuer Chef und Co-Trainer gesucht. Da musste man erst mal schlucken und dann stand aber für ein Frauenteam. War schon situativ ein bisschen witzig. Haben Sie das zur Kenntnis genommen, zum einen und zum anderen? Ist das in irgendeiner Art und Weise, kommt da auch das Gespräch mal zum Cheftrainer, wenn der Verein jetzt sagt, wir müssen jetzt hier mal eine Frauenmannschaft aufbauen oder sagen Sie, lass mich bitte damit in Ruhe, Konzentration auf morgen? Also ich habe mich über den Posten für das Frauenteam jetzt nicht beworben. Und wie das jetzt da abgelaufen ist, weiß ich leider auch nicht. Aber ich will, das meint jetzt nicht despektierlich dem Frauenfußball gegenüber. Aber ich habe das auch nicht wirklich wahrgenommen. Also da war so viel jetzt diese Woche. Also ich kam mir wirklich vor wie beim ersten FC Köln kurz mal. Viele so gewesen, Parallelen. Aber meine Güte, das muss auch mal sein. Ich meine, wir sind ein großer Verein.
Wir haben viel Power in diesem Club und wir müssen halt versuchen, das alles wieder so auf die Straße zu bringen, dass uns das hilft, dass wir erfolgreich sind. Und ja, da gehört auch mal ein bisschen Gegenwind dazu. Das müssen wir auch alle vertragen und akzeptieren. Aber mit dem Thema habe ich mich jetzt nicht befasst, habe ich auch nicht wirklich wahrgenommen. Ich bin nicht so der jetzt jeden Tag die Gazetten durchliest und so und guckt, was da jetzt neu geschrieben wird, weil auch nicht böse gemeint, aber das wird mir am Platz auch nicht helfen mit den Jungs, wenn ich jetzt sage, habt ihr gelesen, was sie jetzt geschrieben haben, jetzt müsst ihr den Ball nach links schießen oder nach rechts schießen. Das ändert nichts. Also. Patrick Franz. Es ist natürlich auch emotional schwierig, wenn man aus so einer langen Erfolgsserie kommt und plötzlich läuft es nicht mehr ganz und man sieht dann in der Körpersprache natürlich auch der Spieler, dass die alle ein Stück weit auch verzweifelt wahrscheinlich sind oder man sieht diese negative Emotionalität natürlich noch in viel größeren Extremen gefühlt. Haben Sie vielleicht da nochmal mit der Mannschaft gesprochen, dass man sich untereinander nochmal das eher in positive Energie versucht umzuwandeln und nicht jeder, sage ich mal, sein negatives Erlebnis gerade so auslebt, dass man sich nicht gegenseitig damit ansteckt? Natürlich ist auch der Kopf spielt dann immer wieder eine große Rolle und klar haben wir mit den Jungs darüber gesprochen, aber ich glaube, das allerbeste Beispiel ist das Essensspiel und das war eine Woche vorher. Also wir reden jetzt nicht davon, dass wir das letzte Mal, wo wir ein gutes Spiel gemacht haben, dass das jetzt ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr her ist. Das ist nicht der Fall. Also ich finde schon, dass wir gegen Essen ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Und wir hatten, ich weiß nicht, 32 oder 33 Torschüsse zu 4 oder zu 5. Ja, wie gesagt, unabhängig auch von irgendeiner Ordnung oder von irgendeinem eine Rotation oder ein Spieler, der jetzt nicht gespielt hat oder der weniger gespielt hat. Und ich glaube, wenn die Jungs sich das in Erinnerung holen, wie sie da aufgetreten sind, wie sie das Stadion mitgenommen haben, die Power aus dem Stadion mitgenommen haben, die Energie auf den Platz gebracht haben, war eigentlich gefühlt in jeder Situation war Dampf drin, war Power drin, war Elan drin, war Feuer drin. Ja, und das brauchen wir halt wieder. Noch. Die Frage nach Lucas Gueto, der hat, ich habe die Woche nochmal nachgeschaut, 12 Spiele mittlerweile schon gemacht, kam immer von der Bank. Und er ist halt so ein Spieler, der jetzt eigentlich nicht so in diesem Negativstrudel drin ist. Ist das vielleicht einer, wo man jetzt so sagen kann, den kann man jetzt mal reinwerfen, um vielleicht dort auch nochmal einen Spieler reinzubringen, der vielleicht nicht gleich diese mentale Schiene so schon drin hat? Da würde ich jetzt nicht unterscheiden. Der ist jetzt nicht im Negativen und die anderen sind im Negativen. Die anderen haben die ganze Saison über gespielt und haben der sehr, sehr viele Erfolgserlebnisse gehabt. Also das kannst du dann auch nicht so pauschal sagen. Also, und unabhängig davon geht es ja um die Ist-Situation. Wer kann uns jetzt in der Situation von Anfang an am besten helfen? Mit wem kannst du nachlegen? Und da müssen wir uns halt am Ende auch ein bisschen dran halten. Aber ja, wir können Lucas Cueto aufstellen, wir können Zimmer aufstellen, wir können Denno aufstellen. Leider können wir einen Jakob nicht aufstellen, weil er mit Gelb-Rot gesperrt ist. Das tut wirklich sehr weh, muss man ehrlicherweise sagen, weil der Junge hat auch jetzt die Woche schwer gelitten darunter, unter der gelb-roten Karte. Ja, da sind wir leider Gottes ein bisschen dezimiert, dass wir da nicht so nachlegen können auf beiden Flügeln, sondern müssen halt gucken, wie wir auf einem Flügel dann nachlegen. Aber ja, das sollte jetzt nicht der Indikator sein, wir lassen ihn spielen, weil er vielleicht weniger negative Erlebnisse hatte. Ich glaube, das ist auch nicht so. Keine weiteren Nachfragen. Dann noch der Hinweis, übertragen wird die Partie am Freitag um 19 Uhr beim Pay-TV-Sender Magenta Sport. Das Spiel ist mit über 30.500 Zuschauern ausverkauft. 1.800 Gäste werden ungefähr im Rudolf-Habe-Stadion mit dabei sein. Und dann schauen wir noch auf unsere U19 und die U17 in den Junioren-Bundesligen. Die sind am Wochenende am Samstag, den 9.3. gefordert. Die U19 14 Uhr beim VfL Wolfsburg und die U17 empfängt um 11 Uhr im Sportpark Ostra den FC St. Pauli. Es dazu keine weiteren Fragen gibt, wünschen wir allen noch einen schönen Tag. Sehen uns dann morgen Abend bei uns im Stadion. Bis dahin, macht's gut.